Herzlich willkommen zu unserer 10. Sitzung im Seminar Funktionelle Neuroanatomie. Mein Name ist Julian Keil und heute wollen wir uns mit der multisensorischen Wahrnehmung beschäftigen. Wir haben in den letzten Sitzungen ja unsere unterschiedlichen Sinne durchgegangen. Wir haben angefangen mit dem visuellen Sinn, mit dem auditorischen Sinn, unsere taktile, somatosensorische Wahrnehmung und auch unsere olfaktorische Wahrnehmung kennengelernt. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie denn diese unterschiedlichen Sinne miteinander interagieren, wie sie sich auch gegenseitig beeinflussen und wie wir so ein Gesamtbild von unserer Umwelt erlangen. Denn wir nehmen ja unsere Umwelt nicht als einzelne Bits und Pieces, als einzelne isolierte Sinneseindrücke wahr, sondern wir nehmen immer ein großes Ganzes, ein kombiniertes Ganzes wahr. Und wir wollen uns mal anschauen, wie das eigentlich funktioniert. Dazu gab es ein Referat zu einem Buchkapitel von Daniel Sinkowski und mir aus einem Buch über die Grundprinzipien der multisensorischen Wahrnehmung. Da sollten Sie herausarbeiten, was denn so die Grundprinzipien multisensorischer Wahrnehmung sind, welche kortikalen Areale hier auch eine Rolle spielen, also beispielsweise wie hier primärsensorische und Assoziationsareale interagieren und auch welche Rolle beispielsweise Aufmerksamkeit für diese multisensorische Wahrnehmung spielt. Und wir wollen jetzt mal im weiteren Verlauf auf zwei Sonderfälle, Sonderbereiche dieser multisensorischen Wahrnehmung genauer konzentrieren. Das erste ist die audiovisuelle Wahrnehmung, also das Zusammenspiel zwischen der Bewegung, beispielsweise dem visuellen Eindruck, und der auditorischen Information. Also wenn Sie mich beispielsweise sprechen hören, dann haben Sie ja meine Mundbewegung als visuelles Signal, meine Gestik auch als visuelles Signal und gleichzeitig hören Sie meine Stimme und beide Informationen werden ja zu einem gemeinsamen Spracheindruck integriert. Und dann wollen wir uns einen wissenschaftlichen Artikel anschauen, der sich mit visuell-taktiler Integration befasst und hier mit einer ganz bestimmten Illusion, nämlich der sogenannten Rubber Hand Illusion, bei der eine Verschiebung des propriozeptiven Referenzrahmens, also des Referenzrahmens, anhand dessen wir wahrnehmen, welche Teile unserer Umwelt eigentlich zu uns gehören, also was in meiner Umwelt gehört zu uns, also beispielsweise meine Arme nehme ich als zu mir gehörig wahr, und wie diese Wahrnehmung, was zu mir an dem Körper und zu mir gehört, durch visuelle Information beeinflusst werden kann. Fangen wir aber mal mit der audiovisuellen Integration an. Diese audiovisuelle Integration, also der gegenseitige Einfluss von auditorischer und visueller Information, der findet in unserem Gehirn, unserem zentralen Nervensystem, auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Die erste Ebene, die haben wir auch schon kennengelernt. Diese erste Ebene, die befindet sich in den superioren Colliculi. Diese superioren Colliculi, die haben wir schon im Kontext der auditorischen und visuellen Wahrnehmung kennengelernt, bei der auditorischen und visuellen Signalbahn. Diese auditorischen Colliculi, das sind Kerngebiete im Hirnstamm, über die auditorische und visuelle Informationen verarbeitet werden. Und das Interessante hierbei ist, dass wir jetzt hier eine Konvergenz von Signalbahnen aus unserem auditorischen und aus unserem visuellen System bekommen. Wenn Sie sich also nochmal an die Signalbahnen im auditorischen und visuellen System erinnern, dann haben wir ja kennengelernt, wie diese Informationen von unseren Rezeptoren im auditorischen und visuellen System über unterschiedliche Signalbahnen, über den Thalamus, dann in die primärsensorischen Kortices läuft. Und bevor diese Information hier in den Thalamus einläuft, laufen hier Kollateralen, also Abzweigungen ab, hier beispielsweise in die superioren Colliculi. Und hier werden Informationen aus unseren Augen und aus unseren Ohren miteinander verschaltet. Und diese Konvergenz von unterschiedlichen Sinnen auf ein Areal führt dann dazu, dass Information, die hier aus beiden Sinnen ankommt, dann mit einem stärkeren Signal, mit einem stärkeren Eingangssignal weiterverarbeitet wird. Wir haben hier also hier ein Bottom-up, also einen reizgetriebenen Verstärkungsmechanismen, der, wenn Reize aus beiden Sinnen gleichzeitig auftreffen, dieses Signal verstärkt und hier die Verarbeitung dieses Signals erleichtert. Das können wir beispielsweise
am sogenannten Redundant Target Effekt untersuchen. Dieser Redundant Target Effekt, das ist eine ganz, ganz einfache Aufgabe. Sie sitzen vor einem Computerbildschirm und Sie sollen einen Knopf drücken, wenn irgendwas passiert. Also, Sie können beispielsweise einen visuellen Reiz präsentiert bekommen, einen auditorischen Reiz oder einen visuellen und einen auditorischen Reiz gemeinsam. Das ist vollkommen egal. Sie sollen einfach nur einen Knopf drücken, sobald irgendwas passiert. Und das Interessante dabei ist, was man jetzt sieht, ist, dass die Reaktionszeiten auf die kombinierten Reize schneller sind als die Reaktionszeiten auf die einzelnen Modalitäten. Also die Reaktionszeit auf einen audiovisuellen Reiz ist geringer, also sie reagieren hier schneller, als wenn sie nur einen auditorischen oder einen visuellen Reiz präsentiert bekommen. Und das, obwohl diese Reize überhaupt keine Relevanz für sie haben. Das sind alles neutrale Reize, rein aufgrund der verstärkten, der gleichzeitigen Aktivierung mehrerer Sinne reagieren sie hier auf diesen kombinierten Reiz schneller. Und diese Kombination dieser Informationen, die erfolgt eben hier bereits auf subkortikalen Arealen in den Colliculi superioris, in den superioren Colliculi. Das heißt, wir haben hier ganz bestimmte Prinzipien, die uns anzeigen, wann eigentlich multisensorische Informationen, also unterschiedliche Informationen, die wir bekommen, miteinander integriert wird, also miteinander verschaltet wird und somit eine veränderte Wahrnehmung hervorruft. Und diese Prinzipien, die lassen sich im Grunde in vier Klassen einteilen. Das erste ist die zeitliche Synchronizität. Das heißt, Informationen werden nur dann miteinander integriert, miteinander verschaltet, wenn sie auch gleichzeitig auftreten. Dieses gleichzeitig, es ist hier kein absoluter Gleichzeitigkeitswert, sondern wir haben so einen Latenzunterschied von etwa plus minus 100 Millisekunden, der hier als gleichzeitig wahrgenommen wird. Dann sollten Sie diese Reize aus räumlich aus einem ähnlichen Bereich kommen. Wir haben sowohl im auditorischen als auch im visuellen, in unseren auditorischen als auch visuellen Modalitäten eine räumliche Information. Hier haben wir im visuellen Bereich die Retinotopie, also die Anzeige, aus welchem Bereich unserer Retina ein Reiz kommt, aus welchem Bereich unserer Retina ein Reiz verarbeitet wird. Im auditorischen System haben wir diese räumliche Information beispielsweise über Laufzeitunterschiede zwischen dem rechten und dem linken Ohr. Und da können wir dann herausziehen, ob ein Reiz eher von links oder eher von rechts kommt. Und diese Reize werden nur dann integriert, werden also nur dann hier zusammengefügt, wenn sie ein ähnliches räumliches Profil haben, also ganz grob aus der gleichen räumlichen Ecke kommen. Das dritte Prinzip ist die sogenannte inverse Effizienz. Diese inverse Effizienz besagt, dass Reize nur dann integriert werden, wir also nur dann eine multisensorische Integration finden, wenn die Einzelinformation schwach ist. Das heißt, wenn Information aus einem Reiz, aus einem Sinn mir bereits ausreicht, um mir eine ausreichende Information in meine Umwelt zu geben, dann brauche ich die anderen Sinne nicht, dann reicht also mir eine Information. Also beispielsweise, wenn ich einen sehr salienten, sehr eindrücklichen, sehr eindeutigen Seheindruck habe, dann wird der Einfluss von auditorischer Information auf meine visuelle Wahrnehmung eher gering oder gar nicht vorhanden sein. Wenn aber mein visueller Seheindruck sehr schlecht ist, sehr schwach ist, dann werden hier weitere Sinne hinzugezogen zur Wahrnehmung. Und das vierte Prinzip ist das Prinzip der geeigneten Modalität. Wir haben je nach Aufgabe, je nachdem, was wir gerade wahrnehmen wollen, unterschiedlich geeignete Modalitäten. Beispielsweise, wenn wir etwas mit einer hohen räumlichen Genauigkeit wahrnehmen wollen, da ist unser Sehsinn sehr geeignet, denn mit unserem Sehsinn können wir räumlich sehr spezifisch, sehr genaue Dinge wahrnehmen. Wenn es andersrum um eine hohe zeitliche Auflösung, eine zeitliche Wahrnehmung geht, dann ist unsere auditorische Wahrnehmung deutlich besser als unsere visuelle Wahrnehmung. Je nach Situation können hier also unterschiedliche Reize unsere Wahrnehmung dominieren. Und ich habe Ihnen jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, wie beispielsweise unsere visuelle Wahrnehmung unsere eigentlich recht klare auditorische Information beeinflussen kann. Und das ist der sogenannte McGurk-Effekt. Diesen McGurk-Effekt, den kennen Sie vielleicht schon. Ich habe Ihnen hier mal ein Video mitgebracht
Und in diesem Video spricht ein Sprecher Silben. Und jetzt würde ich Sie mal bitten, schauen Sie sich dieses Video mal an. Da werden 5 Silben gesagt in diesem Video. Und Sie sollen mal entscheiden, waren das die 5 gleichen Silben? Wurde hier 5-mal das Gleiche gesagt oder gab es hier Unterschiede? Und das machen Sie bitte einmal mit offenen Augen, also wenn Sie dieses Video sehen und den Ton hören. Und Sie machen es einmal mit geschlossenen Augen, um dann zu schauen, hat sich Ihre Wahrnehmung hier möglicherweise verändert. Ba. 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 Diesen McGurk-Effekt, den kennen wir nicht nur aus solchen künstlichen, experimentellen Situationen, sondern den kennen wir auch aus unserem Alltag. Diesen McGurk-Effekt im Alltag kennt man unter dem sogenannten Cocktail-Party-Phänomen, das Sie vielleicht auch aus Ihrer eigenen Erfahrung kennen. Wenn Sie auf einer lauten Party sind, in einer lauten Umgebung und sich mit einem Gegenüber unterhalten wollen, dann kann es sein, dass Sie Schwierigkeiten haben, die andere Person zu verstehen, weil es eben so laut ist. Also Ihre auditorische Wahrnehmung, die ist hier reduziert, die hat hier keine klare Information. Und hier kann dann die Mundbewegung, also die Mundbewegungen Ihres Gegenübers, können Ihnen helfen, können Ihnen Hinweisreize darauf bieten, was denn Ihr Gegenüber gerade gesagt hat und damit Ihre auditorische, Ihre Sprachwahrnehmung verbessern. Und dieses Zusammenspiel zwischen auditorischer und visueller Information hier, die beruht darauf, dass wir unsere Mundbewegungen und unsere Gesten in der Regel ausführen, bevor tatsächlich ein auditorischer Reiz, ein Laut zu hören ist. Das kennen Sie vielleicht noch aus der allgemeinen Psychologie. Es gibt unterschiedliche Sprachlaute, beispielsweise die Plosive. Plosive, das sind Laute, die so heraus explodieren, wie ein P oder ein B. Da müssen Sie, bevor Sie diesen Laut sagen, Ihren Mund, Ihre Lippen ganz stark zusammenpressen. Also beim P müssen Sie wirklich Ihren Mund ganz kurz, ganz stark zusammenpressen, bevor hier überhaupt ein auditorischer Reiz zu hören ist. Und diese starke auditorische, diese starke visuelle Information, dieses Mundzusammenkneifens, die gibt jetzt Hinweisreize darauf, welcher Ton, welcher Laut gleich zu hören sein wird. Also hier diese Mundbewegung gibt Hinweisreize darauf, welchen auditorischen Reiz wir gleich wahrnehmen werden, hilft uns also hier schon vorherzusagen, was wir gleich hören werden. Und dieses Vorhersagen, das kennen wir im Kontext des sogenannten Predictive Codings. Dieses Predictive Coding, das ist eine ganz einflussreiche Theorie, wie unser Wahrnehmungsapparat eigentlich funktioniert. Die Idee hierbei ist, dass wir ständig versuchen, aufgrund der Informationen, die wir bekommen, Vorhersagen anzustellen darüber, was uns gleich passiert. Wir versuchen also, uns anhand von Hinweisreizen darauf vorzubereiten, was wir gleich erleben werden, was uns gleich widerfährt, um hier zu vermeiden, dass wir über irgendetwas überrascht sind. Denn wir wollen vermeiden, dass wir über etwas überrascht sind, so eine Überraschung kann ja auch sehr negativ sein, und um das zu vermeiden, wollen wir eben ständig Vorhersagen aufstellen. Und diese Vorhersagen beispielsweise bei der Sprache helfen uns auch beim Verständnis. Und wir können jetzt untersuchen, wie der Informationsfluss hier bei dieser Sprachwahrnehmung im Gehirn vor sich geht. Und da sehen wir eben unterschiedliche Phasen dieser Informationsverarbeitung im Gehirn bei der Sprachwahrnehmung. Hier nochmal kurz zusammengefasst, dieses Modell des Predictive Codings, also dieses Modell von Vorhersage und Überraschung, das wurde aufgestellt von Carl Friston. Carl Friston ist einer der ganz, ganz einflussreichen Neurowissenschaftler zurzeit. Er ist Professor am University College in London und der argumentiert, dass eben das Ziel aller Lebewesen ist, Vorhersagen über die Umwelt anzustellen. Wir haben einen ständigen Abgleichungsprozess zwischen unseren Vorhersagen und der sensorischen Information, die wir tatsächlich bekommen. Und nur die Information, die unserer Vorhersage widerspricht, die wird tatsächlich dann weiter verarbeitet. Und anhand von dieser Information werden dann unsere Vorhersagen angepasst. Wir sind also ständig in einem zirkulären Prozess von Informationssammeln, einem Anpassen unseres Modells, unseres Bildes von der Welt
und dann eines Abgleichs unseres Modells, unseres Bildes von der Welt mit unserer sensorischen Information. Und jetzt wollen wir mal anschauen, wie sich solche unterschiedlichen Einflüsse auch auf Fehlwahrnehmungen auswirken können. Wir hatten ja gerade eben schon die McGurk-Illusion kennengelernt, wo sich eben hier auditorische und visuelle Informationen gegenseitig beeinflussen. Sie haben es ja vielleicht gehört, hier der auditorische Reiz, der war immer der gleiche, aber die Mundbewegung hat sich verändert und diese veränderte Mundbewegung kann unsere auditorische Wahrnehmung beeinflussen. Also hier haben wir nicht zusammenpassende Reize, die dann unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und einen ganz ähnlichen Prozess finden wir bei der sogenannten Rubber Hand Illusion. Auch bei dieser Rubber Hand Illusion haben wir nicht zusammenpassende visuelle und in dem Fall taktile Information und das führt zu einer Veränderung unserer Wahrnehmung. Und das wollen wir uns mal gemeinsam anschauen am Beispiel des wissenschaftlichen Artikels Rubber Hands Feel Touch That Eyes See von Botvinnik und Cohen, die hier diese sogenannte Rubber Hand Illusion untersucht haben. Und ihre Aufgabe ist es jetzt mal, sich anhand von diesem wissenschaftlichen Artikel anzuschauen, worin denn genau diese Rubber Hand Illusion besteht. Sie sehen hier schon auf der Abbildung, wir sehen hier drei Hände. Das Ganze heißt Rubber Hand, also vermutlich gibt es hier eine künstliche dritte Hand. Und dieser Versuch wird jetzt hier in zwei Experimenten erklärt. Und Sie sollen hier herausfinden, was wurde denn eigentlich genau in diesen Experimenten gemacht? Worin besteht hier diese Illusion? Also was ist diese Rubber Hand Illusion? Welche Sinne sind hier beteiligt? Und vielleicht können Sie diese Rubber Hand Illusion zu Hause anhand von ganz einfachen Dingen nachbauen. Also möglicherweise haben Sie einen Gummihandschuh, einen Spülhandschuh oder einen anderen Handschuh zur Hand und Pinsel und einen unbeteiligten Dritten, den Sie stimulieren können. Und dann können Sie das mal zu Hause ausprobieren und nachvollziehen, hat denn diese Illusion bei Ihnen oder bei Ihrem Mitarbeiter, Mitarbeiterin funktioniert. Und dann wollen wir uns die Ergebnisse von dieser Rubber Hand Illusion anschauen, auch wieder hier anhand der beschriebenen zwei Experimente. Und hier wurden in diesen beiden Experimenten wurden unterschiedliche Dinge erfragt. Im ersten Experiment haben wir eine relativ qualitative Frage. Also schauen Sie sich mal an, was wurde denn eigentlich im ersten Experiment abgefragt? Was ist so das Outcome? Was wurde hier untersucht? Was sollte hier also rauskommen in diesem ersten Experiment? Und Sie sehen es hier schon auf der Folie in der oberen Abbildung, was hier möglicherweise untersucht werden sollte. Und hier auch die Frage, worin zeigt sich denn diese Rubber Hand Illusion? Und dann haben wir ein zweites Experiment, wo es nicht nur um die Wahrnehmung ging, sondern hier gibt es auch tatsächlich eine Aufgabe für die Versuchsteilnehmer. Und auch hier bitte finden Sie mal raus, was denn die Versuchsteilnehmer im zweiten Experiment machen sollten und was denn hier die zentralen Ergebnisse waren. Also was zeigt sich hier auf der unteren Abbildung? Hier beschrieben mit Reach Displacement. Also was könnte hier gemeint sein, was wurde hier im zweiten Experiment untersucht? Damit sind wir am Ende unserer 10. Sitzung zum Seminar Funktionelle Neuroanatomie, in dem Fall mit dem Thema multisensorische Integration. Dieses Thema multisensorische Integration, das ist mein Hauptforschungsfeld. Und wenn Sie das interessiert, dann können Sie gerne mal bei mir ein Forschungspraktikum machen oder beispielsweise auch Ihre Abschlussarbeiten in meiner Arbeitsgruppe schreiben, um so mehr über dieses Forschungsfeld herauszufinden. Denn das ist ein ganz spannendes Forschungsfeld, das auch einen ganz starken Anwendungsbezug hat. Denn beispielsweise jetzt gerade schauen Sie ja vielleicht sehr viele Filme auf Netflix und Sie sehen die Untertitel dazu und vielleicht passen manchmal die Untertitel nicht zu dem, was Sie gerade hören. Oder Sie schauen einen synchronisierten Film und merken, Moment mal, die Tonspur und das, was ich gerade sehe, das passt nicht so wirklich zusammen. Und dieses Nicht-Zusammenpassen, das ist eben auch ein ganz besonderer Fall der multisensorischen Integration. Zusammenfassend können wir sagen,
anhand von dieser multisensorischen Integration und vor allem anhand von diesen Illusionen, die wir heute gesehen haben, können wir postulieren, dass unsere Wahrnehmung erstmal durch unsere physiologischen Eigenschaften begrenzt wird. Jeder Sinn hat ganz bestimmte Limitationen. Unser visueller Sinn hat eine ganz bestimmte zeitliche Auflösung. Unser auditorischer Sinn hat Limitationen in der räumlichen Auflösung. Unsere Sinne geben also immer nur einen Teilbereich unserer uns umgebenden Wahrnehmung, unserer umgebenden Umwelt dar. Und diese Informationen, diese Teilinformationen, die müssen wir kombinieren, um ein möglichst kohärentes, möglichst umfassendes Bild unserer Umwelt zu bekommen. Unsere Wahrnehmung ist dabei immer eine Rekonstruktion. Wir haben hier also fehlerhafte, nicht ganz hundertprozentig korrekte Informationen und aus dieser nicht ganz korrekten Information müssen wir unsere Wahrnehmung rekonstruieren und dabei kann es auch zu Fehlern kommen, wie wir das bei den Illusionen sehen. Und unsere Wahrnehmung ist dabei nicht stabil, sondern wir haben jetzt ständig einen gegenseitigen Einfluss von unseren unterschiedlichen Sinnen und wir haben auch ständig einen Einfluss von beispielsweise Vorhersagen. Wir bilden also immer Vermutungen über das, was wir vermutlich gleich sehen werden, was uns gleich widerfährt und dann können wir diese Vermutungen abgleichen mit der Information, die wir tatsächlich bekommen und haben hier so einen zirkulären Informationssammelprozess, der dann unsere Wahrnehmung widerspiegelt. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, zu unserer 11. Sitzung dann schon, wo wir uns mit dem motorischen System, also unserer Bewegung, auseinandersetzen.